Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu unserer Meisterschaft im Ford GT 2017er Modell, die wir jetzt mal fortsetzen werden. In der Folge davor haben wir eine Runde mit dem Ford Standard gedreht. Mittlerweile hat er hier neue Bereifung, wie man sehen kann. Er ist ein bisschen tiefer gelegt. Er hat Allrad, was ja in dem Spiel wirklich enorm geil ist. Und dadurch haben wir jetzt auch 10 Punkte beim Anfahren und beim Bremsen. Also Starten und Bremsen haben wir Top-Werte erreicht. Und jetzt bin ich ja mal mehr als gespannt, wie die zweite Runde hier abläuft. Regenwald-Rundstrecke, ich bin gespannt. Schaut schon mal ein bisschen nass aus. Wobei ich aber sage, ey, ich bleib cool. Mit Allrad wird das schon was werden. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht verplapper. Okay, Start schon mal versemmelt, aber... Das sind auch wieder 5 Runden hier. Mal ein bisschen aggressiver fahren. Dass wir nicht gleich wieder abgehängt werden. Ja, das mache ich nicht schön. Das mache ich auch nicht schön. Na, also. Ich muss ruhig bleiben. Wir haben 5 Runden, in denen wir was erreichen können. Ist es da nass oder nicht? Ein bisschen, glaube ich, oder? Ja, also diese abtrocknenden Straßen. Aber das ist eigentlich die Stärke jetzt von dem Wagen. Mit Allrad, neue Bremsen. Wenn wir dranbleiben. Obwohl, wenn ich da vorne auf der Minimap schaue. Das erste Feld setzt sich schon wieder brutal ab. Wahnsinn. Unglaublich. Das ist wirklich krass. Das ist, Uiuiui, gar nicht schön, weit rausgerutscht. So, da kann ich hier Vollgas durchzimmern. 4. Gang. Kurz bremsen. Also das Feld ist noch recht dicht beieinander, aber die erste Runde ist vorbei. Und eigentlich in der zweiten sollten wir jetzt dann doch mal aufschließen. Hier müssen wir stark runterbremsen. Da hat uns vorhin dran geklatscht, war nicht schön. Lief jetzt besser. Ei, wieder. Nee, das war die Stelle. Weil da nehme ich immer so eine weite Linie, die ist total für den Arsch. Auch noch verschalten. Ja, die Fehler, die addieren sich zu einem ganz schönen Schwung zusammen. Und das sieht man dann halt auch im Ergebnis. Gell? 8. Platz, das ist jetzt nichts, wo man sich auf die Schulter klopfen kann. So, weiter geht's. 220, 230. Das hat der Wagen sehr, sehr schnell drauf. Da wieder durchs Grün. Gar nicht schön. Starke Kurve. Oh, ich bremse ein bisschen zu früh. Ich nehme gerne mal die falschen Gänge, merke ich gerade. Komm. Da quetsche ich mich jetzt durch. Jawohl. Im 4. und durchquetscht. 7. Platz. Ja, so langsam kommen wir in die Richtung, wo ich sage, es wird angenehmer. Hier können wir gut Gas geben. Oh, nee. Also ich fahre einen Grützscheiß zusammen. Komm, zurückspulen. Das wird ja sonst nie mehr wieder was. Aber schön lang auf 2 Rädern gefahren. So, komm, hier setz mal wieder. Kommen wir da wieder zurück? Komm, jawohl, alles klar. Nee, ich bin nicht wirklich zufrieden mit dem Rennen. Da zurück. Nochmal 3. Gang. Vollgas. Also wenn der jetzt, glaube ich, rein auf Heck wäre, dann wären wir nicht 7. Dann hätten wir ein ganz anderes Ergebnis, weil wahrscheinlich würden wir nur durch die Gegend rutschen in den Kurven. Aber dank dem Heckantrieb, oder was heißt Heck, Entschuldigung, dank Allradantrieb, also Front- und Heckantrieb, liegt der Wagen noch ganz stabil. Ich muss sagen, es ist richtig schwer. Also kaum spielt man ein paar Tage nicht, kommt man nicht mehr rein. Und jetzt komme ich nicht an dieser Limousine vorbei. Das muss man sich ja vorstellen. So, stark zurückschalten. 3. Gang, können wir 2. Gang. Wir sind schon in der 3. Runde. Hoppala, da aufpassen. Moment, ich rede gleich weiter. 3. Runde, jetzt geht es sogar schon in die 4. Runde. 5. Platz, na immerhin. Das ist mal ein Ergebnis, wo ich sage, damit kann ich leben. Aber schaut euch mal das Feld an. Die ersten 5, die fahren... ganz, ganz woanders mit. Also die sind weit vorne. Das bedeutet, hier geht es eigentlich nur noch darum, den 5. Platz zu halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da nochmal drankommen. Klar, wir kämpfen weiter.
Schade, dass es dunkel ist. Der Wagen schaut so nice aus. Sieht man gar nicht viel. Ich würde ganz gerne auch in der Innenansicht spielen, aber ich glaube, wenn ich das jetzt mache, verkacke ich es total. Deswegen bleiben wir mal hier mit unserem schönen Ford GT40. Weiter geht's. Boah, ich bin ganz angespannt. Ich merke das total. So, alles klar. Also eigentlich wollte ich ja in dieser Folge schon mit meinem Gymkhana oder wie heißt der Ford durch den Schnee heizen, was leider nicht geklappt hat. Da irgendwie das DLC nicht startet. Ich hoffe mal, dass sich das in den nächsten Tagen gibt. Fünfte Runde. Boah, hier ist es gefährlich. Hier, ich muss aufpassen. Ich muss besser aufpassen. Fünfter Gang. Sechster Gang. Stark runterbremsen. S-Kurve. Also die vorderen fünf, die kriegen wir nicht mehr. Also das ist ja der Wahnsinn, wo die sind. Das war auch nicht gut. Viel durchs Grün gefahren, viel Zeit verloren. Scheiß Linie. Oh, da entlang, da entlang. Sehr gut. Stark runterbremsen. Also, jawohl, so langsam habe ich den Wagen drauf. Aber nach fünf Runden muss ja auch mal was passieren. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe voll eingeschlagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die so krass nehmen kann. So, komm wieder zurück. Ich will auf jeden Fall den fünften Platz behalten. Also der Wagen hat richtig viel Anpressdruck. Das merkst du total in der Kurve. Da geht das so. Und hinter mir, da kommen schon die Schlawiner. Jetzt heißt es Konzentration behalten und durchstempeln. Ja, fünfter Platz. Hätte ich mir, muss ich sagen, am Anfang der Folge jetzt gar nicht gedacht oder am Anfang des Rennens, dass es ein fünfter Platz wird. Also gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber auch nichts, wo ich zufrieden sein mit kann. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, um welchen Platz wir bei der Meisterschaft sind. Auch egal. Ah, das kommt erst jetzt. Okay, alles klar. Oh, da haben wir irgendeinen Erfolg. Final Boss. Erreichen Sie Stufe 150. Ah ja, okay. So, lass mal gucken. Rennen abgeschlossen, alles klar. Dann sind wir Level 51, das haben wir auch schon, naja, ein Drittel. Und jetzt können wir einen Land Rover, Range Rover Supercharged gewinnen. Und, nee, wir kriegen einen alten BMW M5, das ist auch in Ordnung. Das können wir auch mal testen, das Auto. Gut, nächstes Rennen. Oder soll man noch was verändern? Ja, ich glaube, wir verändern noch was, aber eher am Schwierigkeitsgrad. Lass mal gucken, wo es zum nächsten Rennen geht. Da sind die Pfeile. Oh, warum sind die andersfarbig? Hat das was zu bedeuten? Weiß ich auch nicht. Wir machen das mal per Schnellreise. X. Und dann gucken wir mal. Da hier, das wollte ich spielen. Blizzard Mountain. Leckt ganz schön, gell? Also flüssiges Bild ist das nicht. Leise rieselte Schnee am Blizzard Mountain. Aber leider nicht bei uns. Wie heißt die Firma, die World of Warcraft macht? Auch Blizzard, oder? Blizzard? Ist das Blizzard? Ich weiß nicht mehr. Alles klar. Wir sind bei der nächsten Veranstaltung und starten die auch gleich mal. Meisterschaft fortsetzen. Das machen wir natürlich mit unserem Ford GT. Und nachdem wir, glaube ich, im ersten Rennen irgendwie nur Zehnter oder so geworden sind, jetzt, was war es jetzt, Fünfter? Boah, die ersten sind so brutal schnell weit weg. Das ist, das ist nix. Das ist alles nix. Okay, wir haben hier Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, irgendwas, Straße trocken. Und starten das Rennen gleich mal. So, ich sitze gut. Los geht's. Ich verbummel immer die Starts. Boah, da schaut ihr mal den Start an. Bei trockener Straße mit dem Allrad, was da abgeht. Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, die Strecke kenne ich. Die haben wir schon ein paar Mal gefahren. Ja. Komm, komm, komm. Bleib am Grün. Am Grün sage ich. Am festen Untergrund. Am Teer. Komm, da machen wir ein schönes Bild noch. Da kriegen wir nämlich noch Kohle. Oh, da habe ich aber einen dicken Filter drauf. Oh, und da gibt es nochmal mehr Kohle.
Oh, Wahnsinn. Alle Autos noch nicht gehabt, oder wie? Gut, das passt. Zurück. Das machen wir andermal, dann ein anderes, ein gescheites Beutel. Und weiter geht's. Lange Gerade. Da können wir Vollgas durchheizen. Na, die Viper bremst uns ein bisschen aus. Das war nicht schön. Aber das Rennen fühlt sich gut an. Auch 5 Runden. Ah, warte mal. Was mir gerade auffällt. Gar kein Sound an. Das holen wir aber auch mal nach auf der nächsten Geraden. Ah, warte, jetzt gleich kommt wieder Sound. Da kommt gleich die nächste Gerade. Das ist schon Start und Ziel hier wieder. Ja, jetzt dürfte gleich wieder Mucke kommen. Jawohl. Ganz vergessen. So, wir, 4. Platz, 3. Platz, oder? 4. Platz, sehr gut. Oh, es wird dunkel. Oh, was für ein Geschwindigkeitsüberschuss. Unglaublich. Mit dem Geschwindigkeitsüberschuss hätten wir eigentlich gleich an den ersten Platz donnern können. Zweiter Gang, 3. Gang. 3. Platz, alles klar, komm. Was ist das da vorne für Autos? Die sind ja unglaublich schnell. Das ist eine schöne Strecke, die macht Spaß. Bisschen runter vom Gas. Weite Linie gefahren, egal. 3. Gang, 4. Gang, 5. Gang. Also 200 hat der Wagen super schnell drauf. Da überholen wir schon den 2. Was ist das da? Was geht denn da? Wir müssen mal gucken, was der DTM-Google da fährt. 3. Gang, 4. Gang, runter wieder, stark bremsen. Ah, Mist. Das war mein Fehler. Aber in der Endgeschwindigkeit dürften wir wesentlich schneller sein wie die Limousinen da. Eventuell haben wir die an der nächsten Kurve schon wieder. So einen Windschatten. Weil die müssen wesentlich früher bremsen, jawohl. So, ich habe super Bremsen, super Allrad. Und dann gehen wir das erste Mal in dem Rennen auf Platz 1. Oh, das wäre auch schön, wenn es das bleibt. Noch 2 Runden zu fahren. Bisschen Konzentration gewinnen wir das auch. Runter um die Kurve rum, Achtung. 3. Gang, 4. Gang. 200. Stark runterbremsen, 2 Gänge weiter unten. Jetzt sind wir im 3. Haben wir auch in den 2. Oh ne, 2. geht gar nicht mal. 4. Gang. So, und 3. Gang, Vollgas. Ich bleibe im 3. Ah ja, und das ist schon wieder hier die Start und Ziel. Da gucken wir mal, was wir jetzt an Topspeed drauf bekommen. Naja, nicht so viel. Wenn man so einen Mist zusammenfährt. Und da bin ich auch meinen tollen ersten Platz wieder los. Das frustet gerade ein bisschen. Durch einen dummen Fahrfehler. Ah, aber ich gebe nicht auf. Ist ja erst die 4. von 5 Runden. Aber okay. Der erste setzt sich gerade ganz schön ab. Das darf so nicht sein. Komm, komm, komm. Oh, ganz beschissen gefahren. Meine Herren, Leute, was ist los mit mir? Wahnsinn! Schaltfehler, Fahrfehler. Jetzt kommt's zusammen. Vom ersten Platz abserviert schon wieder auf den 5. Jetzt heißt es nochmal Konzentration. Das war nämlich das erste Rennen in der Meisterschaft, wo wirklich für mich der erste Platz drin ist. So, hier kann ich noch was gut machen. Da hat es vorhin angefangen mit meinen Fehlern. Jetzt gucken wir mal. Wir haben da eigentlich eine recht gute Endgeschwindigkeit bei dem. Wahnsinn, 300 schon im roten Bereich. Oh, okay, da haben wir uns ein bisschen wieder hingemogelt. So, alles klar. Die hängen echt eng beieinander. Vielleicht können wir dann irgendeiner Kurve mal dran vorbeizimmern. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Nee, wir verlieren sogar noch Plätze. Oh, da bin ich wirklich jetzt zu cool gefahren. Und das werde ich jetzt auch nicht mehr reißen können. Nicht den ersten Platz. Jetzt können wir froh sein. Wahnsinn, 7. Platz. Wir waren vorhin Erster. Entschuldigung, ich war vorhin Erster. Und das ist alles nur mein Fehler. Durch mein
beschissenes Fahren und es ist schon Start und Ziel. Da kann man gar nichts mehr machen. Also ich bräuchte vielleicht noch 2 Runden, um das zu gewinnen. Oh, 7. Platz. Ich bin frustriert, Leute. Das darf ja nicht wahr sein. Nee, oder? Also, hör mir auf. Schade. Wirklich schade. Aber okay. Man könnte es auch auf ganz leicht stellen, das Spiel hier irgendwie 3 Vatare auf, keine Ahnung, unerfahren. Auf dumm. Aber es soll ja auch ein bisschen hier der Kampf bleiben und so ist es auf jeden Fall spannend. Und wir dürfen wieder drehen. Gibt es diesen wunderschönen SL65? Nein, es gibt grandiose 2000 Credits. Ist auch in Ordnung. Preis abholen. Ja, wir liken das auch mal. Das muss schon mal sein. Und dann gucken wir mal zum nächsten Rennen, was sich ja recht weit... Hier ist Paul Smith, Amy und... recht weit weg sein muss, oder? Wo ist denn der Pfeil? Da ist ein Pfeil da. Dann war es das schon, oder wie? Ja, das war mal doch direkt jetzt zu Ende, oder? Alles klar. Das ist natürlich jetzt 1 Milliarde Kilometer weit weg. Ne, Schnellreise oder nicht? Ne, wir fahren hin. Da kriegen wir noch ein bisschen Fahrpraxis. 8,5 Kilometer. Und, oh, muss ich umdrehen oder wie? Und wir müssen ja eh über die Autobahn. Von dem her dürfte das jetzt recht flott gehen. Halt die Gosch, Amy. So, weiter geht's. So, wir sind auf dem Weg zum finalen Rennen. Die Meisterschaft, die werde ich nicht mehr gewinnen. Dazu bin ich leider zu schlecht gefahren. Aber guck mal, der Wagen, wie schnell der in Drehzahlbegrenzer kommt. Wahnsinn. Wahnsinn, das ist ja mega Schrott. Der hat ja noch, da merkst du, der will ja noch, der kann ja noch. Aber Wahnsinn. Oh, oh. Im echten Leben wird das ja echt grob klingen. Aber fährst mit 300 in die Kurve. Also das packt ja schon. Das ist die nächste Kurve. Packen wir die auch mit 300. Nee, da habe ich. Scheiße eingelenkt. Naja, okay. War ja mal ein Versuch wert. Noch 4,1 Kilometer. Ja, so ein bisschen hat man auch die ganze Zeit im Hinterkopf, hoffentlich geht es morgen mit dem Horizon hier, mit dem, sag ich Horizon, mit dem DLC von Horizon, mit dem Blizzard Mountain. Hätte ich schon mega Bock, das jetzt mal zu spielen. Mal gucken, ich hoffe, dass morgen geht. Vielleicht porten wir uns am Ende der Folge nochmal zu dem Blizzard Mountain hin und gucken. Vielleicht geht's ja dann auch. Ansonsten auch kein Problem. Das Problem wird sich bestimmt regeln. So, starke Kurve. Ja, schön. Ja, da vorne ist dann schon unser letztes Rennen der Meisterschaft, oder? Oh, ja, da kann man so fahren, ist auch in Ordnung. Route wird neu berechnet. In 100 Meter. Der Wagen, muss ich sagen, der hat mir bis jetzt schon Spaß gemacht, aber den Ferrari 458 finde ich irgendwie viel, viel geiler. So, die Tante Lava, die Fahrer, die mir immer vorstellen, Leute, die sind alle Rotz. Ich spiele ja auch viel so Offscreen. Wenn du dir dann diese 3 Vatare, diese Fahrer anschaust, ich habe da, glaube ich, jetzt schon 4 hast du immer drin. Und dann die so toll sein sollen, die sind alle immer schlechter. Geld, Fans, alles beschissen. Das kannst du total vergessen. Aber genug Blabla. Wir machen weiter mit unserem Ford. Ich will immer sagen Ford GT 40. Aber es ist kein 40. So, alles klar. Boah, gucken wir mal hier das Ranking an. Leute, ich habe erst 19 Punkte. Ich glaube, ich krieg brutal den Anfall gleich. Das ist ja ultra peinlich. Das ist ja absolut schlecht. Ich glaube, ich will gar nicht weiter drüber reden.
So, weiter geht's. Wer bis hier geschaut hat, vielleicht lass mal ein Like da. Eigentlich will ich nicht so eine Like-Schlampe sein. So, hier, lass Like da, ein Abo. Aber irgendwie, man, es macht schon Spaß. Also, in den letzten Folgen hat doch irgendjemand geteilt, was mich mega gefreut hat. Also, falls du das hörst, es ist nur einmal geteilt worden. Also, es kann auch nur eine Person gewesen sein. Vielen Dank dafür. Freut mich natürlich total. Aber dann schauen noch ein paar mehr Leute zu. Wer öfter mal reinschaut, der wird merken, viele schauen nicht zu. Aber man freut sich schon, wenn man mal, Achtung, jetzt wird es peinlich, schon mal 14, 15 Leute hat, die es angeschaut haben. Oh Gott, 14, 15, das ist echt nicht viel. Aber es macht nichts, mir macht es Spaß auch so zu spielen. Und dann mal schauen, was sich ergibt. So, wunderbar. Platz 5, stark runterbremsen. Sehr gut. Noch einen Gang runter, noch einen Gang runter. Zweite Runde schon. Komm, den schieben wir mal weg, den, was weiß ich, was ist. Und jetzt sind wir mal auf einer Platzierung, die mir ganz gut gefällt. Wir sind auf Platz 3. Vierter Gang. Jawohl. Da muss man schön lenken. Zweiter Gang, dritter Gang. Wieder schön in der Nacht. Schaut gut aus. Schaut wirklich gut aus hier. Stark runterbremsen. Dritter Gang, sehr gut. Wollte ich fast noch einen zweiten, das wäre aber gar nicht mehr gegangen. Jetzt sind wir im zweiten. Zieht uns weiter aus der Kurve raus. Zweiter Gang, dritter Gang. Vierter Gang. Oh, jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen fehlt mir die Streckenkenntnis. Und jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir an dem Führenden dranbleiben. Vielleicht können wir die Meisterschaft wenigstens noch als Erster abschließen. So. Das Rennen als Erster abschließen. Die Meisterschaft, da sind wir irgendwie Vorletzter. Das ist ja mehr als bescheiden. Ja, zum Wagen muss ich sagen, ich finde den cool. Aber, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe, der 458 Ferrari, der gefällt mir besser. Den habe ich ja auch so hergerichtet mit Allrad und sowas. Das ist irgendwie geiler. Und was mich an dem bisschen gestört hat, also ich weiß nicht, ob es vom Tuning jetzt herkommt, dass wir, aber 300 kommt in den Drehzahlbegrenzer. Aber der hat noch Leistung, der Wagen eigentlich. Der will noch, der kann noch. Da müsste man halt auch irgendwie noch Nocke, Getriebenwelle. Mei, was könnte man noch ändern? Ich glaube, damit sind wir eigentlich schon gut dran. Dritter Gang. Geht der zweite Gang auch? Ja, zweiter Gang. Ein bisschen aggressiver vorgehen, dass wir da mal ankommen bei dem. Stark runterbremsen. Jawohl. Weite Linie allerdings. Ich glaube, ich habe da jetzt nicht viel Zeit verloren. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Wir trudeln in Runde Nummer 4 ein. So, Vollgas, 270. Oh, Bremspunkt ein bisschen spät erwischt. Da hilft uns die Mauer. Dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie rumkommen. Ah, ich glaube, da habe ich an derselben Stelle auch den Fehler gemacht. Schaut mal auf der Minimap. Oh ja, da kommen sie schon. Die Schweinebacken. Boah, ich hocke ganz verkrampft da. Das ist dann immer so eine Anspannung. Boah, habe ich das? Erster Gang, zweiter Gang. Es war nicht schön gefahren. Und der erste setzt sich immer mehr ab. Also, jetzt muss das Ziel sein. Oh, fuck, falscher Gang. Jetzt muss auf jeden Fall das Ziel sein, den zweiten Platz zu halten. Vollgas. Dritter Gang. Dritter Gang. Wieder Vollgas. Vierter Gang. Sollen wir schauen. Ja, das wird eine schwierige Sache. Also auf jeden Fall würde ich gerne, ganz gerne den zweiten Platz behalten. Oh, bisschen zu früh gebremst, aber dafür gut rumgekommen. Bisschen spät geschalten. Auch nicht besonders schön. Komm, 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 komm. Zweiter Gang, Vollgas. Bisschen länger wird die Folge diesmal. 24 Minuten haben wir schon. Aber es macht nichts. Macht ja Spaß hier, die Fahrerei. So, den Punkt haben wir jetzt wesentlich besser passiert. Komm, komm, komm. Jawohl. Sehr gut. Aber wirklich absetzen können wir uns auch nicht von den Verfolgern. Das ist schon zweiter Gang. Ja, auch hier wieder schwierige Ecke. Und auch wieder. Und dann geht es auch, glaube ich, gleich schon in Richtung Start und Ziel, oder? Letzte fiese Kurve hier gleich. Jawohl, jawohl, jawohl. Und durchstempeln. Ja, voll. Gute 200 Meter bis zum Ziel. Ja, und dann heißt das, war dann wirklich unser bestes Rennen. Platz 2.
In der Gesamtwertung werden wir irgendwo weit unten gelandet sein. 16 Punkte. Schauen wir mal. Ach nee. Guck mal an. Guck mal an. Fünfter Platz. Gutes Mittelfeld. Da wäre mehr drin gewesen. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht jetzt noch zum Schluss hinein. Und somit haben wir diese Meisterschaft abgeschlossen. Lieber Zuseher, an dieser Stelle möchte ich mich schon mal fürs Zusehen bedanken. Ah, das hier. Auch noch ein Ford GT. Das ist ein alter Ford GT, so wie es ausschaut, oder? Kriegen wir den? Ne, wir kriegen 7000 Credits. Und diese 7000 Credits, die nutzen wir jetzt noch, um nochmal zum Flugfeld zu schauen. Denn, vielleicht geht ja jetzt der Blizzard Spaß. Wäre ja witzig irgendwie. Jetzt pass auf, wir... Zack, zack. Und das ist da ganz da hinten. Also für all die, die es noch nicht gesehen haben. Hier ist der Zugang zum Blizzard Mountain. Und da kommt man hin per... Wie kommt man da hin? Hoppala, Schnellreise. Per Reise, glaube ich, steht da, oder? Also anscheinend wird man da irgendwie hintransportiert oder hingebeamt, so wie hier jetzt. Und dann gucken wir mal. Sommerhimmel. Sommerklänge. Horizon Pulse. Alles klar, es ist Nacht geworden. Ich probiere es nochmal aus. Ob es geht. Reise. Okay, installieren. Ja, Marktplatzfehler, so wie es auch bei den letzten, ich glaube bei der Folge davor auch schon da stand. Ich hoffe, dass es im Laufe des Tages geht, also spätestens morgen, dann ist, morgen ist der 14.12. Gut, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dank fürs Reinschauen und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus. Ich probiere es noch ein bisschen.